Medizinischer Fortschritt funktioniert ohne Tierversuche. Wie das geht, möchte ich euch gerne zeigen. Tierversuche sind ethisch untragbar und wissenschaftlich umstritten. Sie sind nicht nur schmerzhaft für die Tiere, sondern ihre Ergebnisse sind zudem unzuverlässig. Der Unterschied zwischen Mensch und Tier ist so groß, dass sich die Ergebnisse nur bedingt übertragen lassen. Eine Alternative zu Tierversuchen sind Organoide oder Mini-Organe. Aus menschlichen Stammzellen können im Labor menschliche Mini-Organe gezüchtet, vermehrt und eingefroren werden. Moderne Forschungsverfahren, die auf menschlichen Zellen basieren, sind aussagekräftig und liefern für die Menschen zuverlässige Ergebnisse. Es gibt inzwischen sogar Multi-Organ-Chips, die die Reaktion von Chemikalien oder Medikamenten auf den gesamten Körper überprüfen können. In einem Multi-Organ-Chip sollen zukünftig bis zu 10 menschliche Mini-Organe über ein Kanalsystem miteinander verbunden werden. Das simuliert die Abläufe im menschlichen Organismus. Damit können zum Beispiel Giftigkeitstests durchgeführt werden, ohne dass ein Tier leidet oder stirbt. Bei Rhesusaffen werden Elektroden direkt am Gehirn befestigt, bevor sie stundenlangen Tests unterzogen werden. Zum Glück gibt es inzwischen weniger qualvolle Methoden. Es gibt moderne, bildgebende Verfahren wie Magnetresonanztomographie, bei denen die Verarbeitung von Nervenreizen im Gehirn von Freiwilligen untersucht werden kann. Diese Art der Forschung liefert relevante Daten, welche Menschen mit neurologischen Erkrankungen tatsächlich helfen können. Denn ein Affenhirn ist kein kleines Menschenhirn. Auch Schweine müssen immer auf der Hut sein, denn sie werden für chirurgische Aus- und Fortbildungen verbraucht. Doch auch hierfür gibt es bereits Alternativen, wie Simulatoren oder VR-Brillen. Dank fortschrittlicher Technik mit Mini-Organen, Multi-Organ-Chips, MRT und Simulatoren können Tierversuche verhindert werden. Mit Hilfe von 3D-Druckern schlagen sogar Herzen. Werde aktiv und sage: Stoppt Tierversuche!